Die Vertreter der Ideologie Stocks only go up, Aktien können nur steigen, haben eine wunderbare Eigenschaft. Sie triumphieren, wenn diese Stocks wirklich nach oben gehen, und sie tauchen ab, wenn das nicht der Fall ist, wenn vielmehr das Gegenteil der Fall ist und die Aktienmärkte fallen. Das ist derzeit der Fall. Ich kann mich in dieser Woche noch erinnern, als es mal nach oben ging, dass dann das Triumphgeheul wieder groß war. Dann herrscht eisernes Schweigen, und natürlich ist all das ein Stück weit antrainiertes Verhalten. Seit der Finanzkrise sind die Notenbanken die Freunde und Helfer der Aktienmärkte gewesen, und es fällt schwer anzuerkennen für diese Gruppe, dass eben möglicherweise jetzt durch die Umsteuerung der Geldpolitik mittels der Zinsanhebungen, die da kommen sollen, der Bilanzreduzierung, die Fed vom Freund und Helfer zum Gegenspieler der Märkte geworden ist. Das wollen viele nicht wahrhaben. Die schreiben linear die Vergangenheit in die Zukunft fort, und das ist in der Regel ein ziemlich teurer Fehler. Insgesamt ist diese Gruppe ja trainiert eben durch diese Notenbankpolitik, aber sie hat ein Problem: sie verwechseln Aktien mit Casino-Chips. Casino-Chips, bei denen man in einem gezinkten Casino nur gewinnen kann, aber dieses Spiel ist jetzt vorbei, und das ist eben ein echter Game-Changer. Jetzt sehen wir, dass aufgrund dieser Turbulenzen um die Ukraine jetzt der Nasdaq etwa wieder sich den Tiefs nähert aus dem Januar. Ist jetzt die Gelegenheit, Dips zu kaufen? Das wollen wir uns anschauen in diesem Video, bevor Sie das wohlverdiente Wochenende genießen. Und der Vertreter schlechthin dieser Stocks Only Go Up Mentalität, das ist David Portnoy gewesen, kann man sagen. Der Mann hat jetzt andere Probleme. Der eben hier diese Casino-Mentalität komplett verkörpert hat, kann man sagen. Nicht zufällig kam der aus dem Spielwettenbereich, also Gamification auf breitester Front. Das heißt, man verwechselt letztendlich die Börse mit einem Casino, und naja, durch die Notenbanken waren die Märkte so manipuliert, dass es ein Casino war, in dem es schwer war zu verlieren. Aber wie gesagt, jetzt ist praktisch das Casino nicht mehr gezinkt. Im Gegenteil, jetzt ist ein bisschen Gegenwind, der die Roulettekugel immer in die andere Richtung zu schieben droht. Und das ist genau das Thema, um das man sich jetzt bemühen muss. Diese Einsicht ist vielleicht erstmal ganz wichtig. Und ich versuche Ihnen in diesem Video auch zu zeigen, warum, wenn die Zinsen steigen, automatisch Bewertungen ein Problem werden. Da gibt es eine gewisse Logik. Also David Portnoy haben wir gesehen. Jetzt sehen wir hier den Nasdaq 100. Hat jetzt die schlechteste 2-Monats-Performance seit dem Jahr 2008, also seit der Finanzkrise. Uiuiuiui. Auf der anderen Seite sehen wir, bei den von der Bank of America befragten Großinvestoren, dass diese so bullish sind für Value wie noch nie zuvor. Also ist das wieder das Phänomen, dass alle im selben Boot sitzen, und das geht so lange gut, bis es dann nicht mehr gut geht und auch dieses Boot dann kippt, weil eben alle auf derselben Seite des Bootes sitzen, und dann schlägt vielleicht wieder die Stunde von Tech. Okay, das könnte sein, aber schauen wir uns mal an zunächst, wie jetzt die mehr oder weniger abgeschlossene Berichtssaison funktioniert hat. Wir haben gesehen, dass die durchschnittliche Aktie nach der Vorlage ihrer Zahlen um 0,75% gefallen ist. Das ist relativ negativ zur Norm. Aber wie schlecht war es wirklich? Die Aktien, die hier die Sales Estimates geschlagen haben, also die Umsatzerwartung geschlagen haben, die sind minus 0,37% gefallen. Durchschnittlich in den letzten 10 Jahren sind bei Vorlage besserer Umsätze als erwartet diese Aktien um durchschnittlich 1,35% gestiegen. Wir sehen also, da haben sich Parameter verändert, da hat sich ein Paradigma verändert. Man muss schon besonders gut liefern, damit man nicht abgestraft wird, so wie heute etwa Roku. 27% im Minus, unvorstellbar. Roku ist kein kleiner Wert. Das ist schon ein ziemliches Dickschiff, und übrigens die drittgrößte Position meiner zweitbesten Freundin Cathie Wood, die natürlich da wieder ein bisschen, naja, etwas weniger erfolgreich ist, könnte man heute sagen. Sie hat dann zum Beispiel auf DraftKings gekauft, nachdem Hindenburg Research
ein Shortplayer praktisch die Aktie geschortet hat. Bei 48 Dollar hat sie zugeschlagen, die gute Cathy. Jetzt sind wir bei 19 Dollar. Und sie sagt dann aber gleichzeitig in dem gestrigen CNBC-Interview, wo sie sagte, also meine Tech-Aktien, die ich im Depot habe, die sind meilenweit unterbewertet, sagt sie, also wir haben wahrscheinlich das beste Research am Markt. Zu diesem Research kann ich meiner zweitbesten Freundin nur ganz, ganz herzlich gratulieren. Da ist wirklich sehr viel Gehirnschmalz reingelaufen. Aber Stephen Van Meter, by the way, auch ein sehr amüsanter YouTuber, der hat jetzt mal die Frage aufgeworfen, ja, liebe Leute, jetzt habt ihr nochmal eine Gelegenheit, den Dip zu kaufen, denn das habt ihr ja permanent ausgerufen. Jetzt sind wir dabei, entweder einen Doppelboden auszubilden oder die ganze Geschichte geht noch eine gute Etage tiefer. Diese Tiefs im Nasdaq, die sollten halten. Und tendenziell gibt es immer eine Chance, einen solchen Boden zu etablieren. Also es ging nach unten, dann sehen wir das allerdings hier eben, wir tiefere Hochs immer wieder machen. Also wir kommen nicht wirklich nach oben, immer wieder ist nach oben Schluss. Deswegen hat sich ja dieses Mantra Buy the Dip umgekehrt in Sell the Rallies. Und natürlich kann man manchmal den Dip kaufen, aber gewissermaßen auch immer mit dem Finger auf dem Abzug. Denn es ist so, dass da früher oder später wieder der Turn gekommen ist. Und ja, die Stimmung ist massiv bärisch. Hier die amerikanischen Privatinvestoren so bärisch eingestellt wie seit dem Brexit nicht mehr. Auch damals hat man ja gedacht, dass die Welt untergeht, der Himmel uns auf den Kopf fallen wird. Wir wissen, dass das nicht passiert ist, wenngleich der Brexit natürlich schon ein Gamechanger war. Und das erste Mal seit 2020 haben die Wall Street Analysten ihre Kursziele für den S&P 500 jetzt gesenkt. Das ist sonst immer das Gegenteil gewesen. Man hat also die Kursziele immer weiter angehoben, jetzt also nicht mehr mithin, werden also auch die Wall Street Analysten ein bisschen skeptischer. Aber jetzt kommt vielleicht die entscheidende Grafik, der entscheidende Punkt. Was passiert, wenn die Fed die Zinsen anhebt? Dann ist die Erfahrung die, dass das Wirtschaftswachstum sich abschwächt und das in einer Wirtschaft, die natürlich völlig abhängig ist, inzwischen wie ein Drogensüchtiger von der Droge, von niedrigen Zinsen, von billigstem Geld, damit überhaupt noch Wirtschaftswachstum entstehen kann. Man muss ja immer mehr Dollars drucken, um überhaupt ein Dollar Wachstum erzielen zu können. Das Verhältnis wird immer ungünstiger, so wie bei dem Junkie eben auch die Erhöhung der Dosis nicht mehr wirklich den Sprung bringt im Rauscherlebnis, sondern nur noch eine partielle Verbesserung sozusagen, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. Und das ist der Grund, warum hier zum Beispiel dieser Vergleich zwischen den Zinsen, und das ist hier blau, und schwarze sind die Gewinne der Unternehmen. Und wir sehen, die Gewinne der Unternehmen sind immer dann hoch, wenn die Zinsen null sind. Oder je tiefer sie sind, umso höher sind sie. Steigen die Zinsen, dann kommen die Gewinne nach unten. Wenn die Gewinne nach unten kommen, dann heißt das, dass letztendlich diese Aktien vielleicht ein bisschen zu teuer sind, wenn sie auf sehr hohem Niveau agieren. Das heißt, dann kommt automatisch dieser Punkt Bewertung ins Spiel. Und Bewertung hat natürlich im Jahr 2020, 2021 überhaupt keine Rolle gespielt. Da ging es nur um Liquidität. Meine zweitbeste Freundin, Cathy Wood, kann ein richtig gutes Lied davon singen, denn sie wurde im Zuge dieser Bewertung ist doch egal, Hoffnung ist alles, Liquidität ist alles, nach oben gespült. Heute die Stimmung natürlich verdorben. Zunächst ja die freudige Nachricht heute Nacht. Blinken und Lavrov wollen sich Ende nächster Woche treffen, aber dann Meldung, dass hier die Separatisten in der Ostukraine hier vor allem Evakuierungen vornehmen, Frauen, Kinder etc. Also die Situation hat sich wieder ein bisschen verschärft. Ich will die einzelnen Punkte jetzt nicht erwähnen, das ermüdet ein bisschen. Aber wichtig für die Märkte ist jetzt, dass um 22 Uhr deutscher Zeit Präsident Biden eine Ansprache über die Ukraine-Situation halten wird. Das könnte natürlich nochmal ziemlich was bewegen, 22 Uhr, dann können viele nicht mehr reagieren. Zumindest ist dann Kassa geschlossen, die Futures sind ja noch auf. Und das wird dann auch zusammenfallen mit einem großen Teil des heutigen Verfalls der Optionen. Und da geht es ja um schlanke 2,2 Billionen Dollar, die da sozusagen bewegt werden. Also das könnte nochmal richtig was werden. Die Fed also hat jetzt den Kurs der Zinsanhebungen eingeschlagen und wir haben hier eine sehr lustige Notenbank, die sagt, ja, wir haben zwar vorher mehr oder weniger ausgeschlossen, dass wir 2022 die Zinsen anheben werden, aber jetzt haben wir ja
Ein bisschen Inflation, also jetzt nicht viel, gell, aber ein bisschen schon. Und jetzt sagt man, ja, es könnte jetzt doch sein, dass wir im Jahr 2022 die Zinsen anheben und Insider berichten, dass die EZB also brühheiß drüber nachdenkt, die Zinsen im Dezember 2022 anzuheben, also möglichst spät könnte man sagen. Und dann könnte man bei einer Inflation von gut 5% mit einem 0,25% Zinsschritt natürlich den totalen Gamechanger hervorrufen, dann würde die Inflation sofort in sich zusammenfallen und das weiß man bei den Frankfurtern, also insofern geniale Strategie wieder, da kann man überhaupt nicht meckern. Ja, 2022 kein einfaches Jahr für die Märkte insgesamt. Schauen wir uns mal an, was hier der Daniel Eckert hier schreibt. Silber ist gestiegen, Gold ist gestiegen seit Jahresbeginn, Tagesgeld ist jetzt nicht so gestiegen, aber Anleihen sind gefallen, weil die Renditen gestiegen sind, vor allem bei den amerikanischen Anleihen, deutsche Aktien minus 5%, damit hält man sich aber noch ganz gut, weil eben viel Value drin ist und wenig Tech, während der Nasdaq 15% verloren hat, ebenso wie Bitcoin. So ein Zufall, dass Nasdaq und Bitcoin gleich aufliegen. Hier sehen wir mal Bitcoin in Relation zu Gold. Da sehen wir, dass vor allem seit Beginn der Ukraine-Geschichte, seit das heißer gekocht wird, jetzt eben Gold sehr gut läuft, Bitcoin eher weniger, ist mal kurz heute unter die 40.000er-Marke abgedippt. Und Gold eben trotz dieser steigenden Renditen gesucht als Versicherung auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch als Antizipation für den kommenden Abschwung der US-Wirtschaft, weil die Fed die Zinsen anhebt. Das ist der wahrscheinlich entscheidende Grund. Wie weit kann die Fed eigentlich die Zinsen anheben? Hier, diese Grafik hatte ich heute Morgen schon gezeigt. Das Niveau wird immer geringer, bevor irgendwas kaputt geht. Also stellt sich die Frage, wie weit kann da überhaupt was passieren? Hier ist nochmal die Abfolge, Dotcom-Blase waren es 4% Leitzins, dann Immobilienblase, Finanzkrise 3%, dann hat die Fed 2018-19 nochmal auf 1% angehoben, dann kam diese Repo-Geschichte, dann musste Paul umsteuern. Wie viel wird es diesmal sein? Das ist die große Frage. Und diese Frage versucht Wolfgang Müller zu beantworten in einem sehr wichtigen Artikel, nämlich wie weit kann die Fed die Noten, kann die Fed die Zinsen anheben, wenn wir eine Verschuldung haben, die so bei 86, 87 Billionen Dollar liegt, also alles mal zusammengerechnet, Staat, Haushalt, Privatpersonen, Unternehmen, was da alles halt ist. Wie weit kann das gehen, werde ich unter dem Video verlinken. Und der zweite Artikel zeigt mal präzise, wie eigentlich diese Enteignung passiert anhand von Renditen. Da basieren ja Pensionskassen, alles was sozusagen irgendwie Spareinlagen irgendwie verwaltet, basiert darauf. Und die kommen jetzt richtig unter Wasser. Riester-Rente, all diese Geschichten, auch das werde ich unter dem Video verlinken. Da ist ein bisschen Mathematik dabei, ein bisschen Beweisführung dabei. Und das zeigt, wie eigentlich die Situation ist. Plus Inflation, es kommen also großartige Zeiten auf uns zu. Ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende. Am Montag ist der US-Feiertag. Da wird sich der eine oder andere noch überlegen, was er über das Wochenende macht, ob er im Markt bleibt oder nicht oder was er da tut. Also das könnte spannend werden noch heute Abend mit der Rede auch von Joe Biden. Jetzt verweise ich auf die zwei Artikel nochmal und sage Servus und Ciao, wir sehen uns.